Herzlich willkommen zurück bei Kummann, Let's Plays auf Schweizerdeutsch und Far Cry 5. Es wird jetzt dann gerade losgehen. Ziemlich grosse Action. Ich muss abhauen und habe sehr wahrscheinlich dann eine Minute keine Zeit zum Reden. Oh. Wie geil. Schnell weg. Gegenüber dem Leid, das du verursachst. Sie gestattet dir, Menschenleben einfach so auszulöschen. Hast du überhaupt jemals über das Töten nachgedacht? Wow. Jagt den Zünder aus der Anlage. Soll er fliehen? Soll er sich verstecken? Denn egal, wohin er geht, Gott wird uns zu ihm führen. Wow. Siehst du? Das ist die Macht des Ja! Oh mein Gott. Du kannst hier nichts mehr tun, Deputy. Ich komm dich holen, wenn du bereit bist. Das war mal ein Start, hä? Herzlich willkommen. Nochmal. Oje, wow. Wow. Wo sind wir denn jetzt? Hier oben? Und das hässliche Yes ist dort oben. Da hat es noch eine Mission, Nebenmission müssen wir noch holen. Was haben wir da? Das sind Konvois. Aber sonst ist eigentlich der Ball mal gut da unten, hä? Das Flugzeug gut. Okay, das müssen wir auch noch holen und da die beiden Formen. Ja. Und da haben wir noch Station. Was ist näher? Ich gehe glaube zuerst daher. Ja. Jetzt haben wir doch eine andere Mission markiert, nicht? Genau, also wenn ich da her schaue, müsste es da unten sein, hat es geheissen. Ja. Denn da ist nicht mit dem Fahrstuhl. Ziel anvisiert! Eröffne das Feuer! Ah, schon wieder du. Überall jagen sie die. Krass. Nein, es hat es also, ich muss sagen, die Entführung von der letzten Folge ist sehr überraschend gekommen. Sehr überraschend. Und mit Mühe und Not haben wir ja eigentlich da die Laserkanonen eigentlich geholt gehabt von dem Psychodoktor da. Aber die hat genau nichts gebracht. Ja, wenn der sich nicht nachlässt, was soll ich machen? Ei.
Jäzorn. Soll meine Sünde sein, hat es geheißen. Ja, nu, aber ob das stimmt? Es geht einfach nicht. Warten wir mal kurz, bis der da durchgeht. Ah, den Fallschirm kannst du da nicht öffnen, hä? Krass. Also musst du recht aufpassen, da überall hat es Leute, überall hat es... Also, jetzt gehen wir da mal weg. Und er es gesehen hat, jetzt gehen wir wirklich nochmal zurück zu der Kirche. Holen dort die Nebenmission. Zum Glück haben wir den Fallschirm, hey. Also, oh. So, wo? Also gehen wir runter durch, komm. Was passiert da? Ist einer am Dynamitfischen. Wow, wow. So, dann wären wir mal da, hä? Da muss ich irgendwo noch eine Mission haben, in dem Fall. Das sieht auch so geil aus, wenn du da das Gebüsch schleichst. So, hat sich da noch ein Laden irgendwas, wo ich mein Zeug wieder bekomme? Ist ja gestanden vorher. Hol dein Zeug. Ich seh's. Könnte echt Unterstützung brauchen. Die Kultisten taufen immer Leute unten an der Sakristei. Ertränken trifft's wohl eher. Wir wollten sie ausschalten, wurden aber erwischt. Jetzt hat der Kult meine Leute geschnappt. Es sind so viele. Mit denen werde ich nicht fertig. Rette sie vor der Sekte. Dann bring sie zu einem Waffenversteck, das ich am Fluss angelegt habe. Also, machen wir. Ich würde es auch gerne hier drinnen, ein Laden in der Kirche. Ah, schau da, lesen.
Abbitte an Gott. Herr, vergib mir. Seit 32 Jahren versuche ich zu dienen, dein Haus zu schützen, um ihm mit seiner Hilfe andere zu unterweisen. Es scheint, als könnte ich das nun nicht mehr. Die Leute von Eden's Gate wollen mir die Kirche wegnehmen. Sie sagen, sie würden dein Werk tun. Doch mit ihren Mitteln bin ich nicht einverstanden. Sie deuten das Wort Gottes falsch. Für mich gibt es hier nichts mehr. Die Kirchenbänke sind leer, die Kerzen brennen nicht mehr. Ich bin zu alt und zu gebrechlich, um diesen Irrsinn aufzuhalten. Dein Haus aufzugeben, beschämt mich zutiefst. Doch leider habe ich keine andere Wahl. Vater Brian. Dann hat es doch auf dem Dach oben noch ein Lager gehabt von der Schiesserei, oder? Vielleicht ist das immer noch da. Gehen wir kurz schauen. Eine Karte habe ich nicht mitgenommen. Da ist es gelegen, he? So. Also, jetzt. Wo stehen wir da? 13 Minuten, 14 Minuten. Und da sind wir. Wir sind jetzt da hinten. Exodus, das ist da hinten. Alright, gut. Immer aufpassen. Ich sag das, wenn der dich sieht, ich glaube, der hat mehr als nur ein paar. Der hat mehr als nur ein paar Bömbeli oder. Der hat mehr als nur ein paar Pistolenkugeln für uns, sag ich dir. Schleichen wir da mal führen. Ah, Schrott ist zwar schon noch geil. Plündern tun wir sicher mal. Da ist die Luft rein so weit, hä? Drei Geiseln, gut. Also, hat schon ein paar Leute rum da, he? Schön langsam. Nicht, dass die umgebracht werden, oder?
Also da hinten kommst du runter, hä? Eins, zwei, drei, vier. Ich glaube, ich sehe mich, wenn ich da runterrutsche. Ich habe keinen Zeitdruck, von dem her können wir das schön langsam machen. Wir rollen das Feld von hinten auf. Und schön bist du da bei mir, grundsätzlich. Und schleichst mit mir da durch den Wald. Der Wald der bösen Männer. Also, schau mal. Wenn das Ernten vorbei ist, lassen wir sie vielleicht frei. Wir sollten bei der Ernte mithelfen. Wenn das Ernten vorbei ist, lassen wir sie vielleicht frei. Sie werden uns nicht helfen. Wo bist du denn hin, hä? Da am Hit liegen, etwas, was wir brauchen. Vielleicht lassen Sie uns laufen. Aber es ist schwer. Wir sollten was Wichtigeres bewachen. Das kommt alles in Ordnung. Es ist hure schwierig, ey. Wie soll ich da Fische kommen? Was sind wir da hin? Vielleicht lassen Sie uns laufen. Wir bringen dich zum Glauben. Wir machen dich stark. Sie werden uns nicht halten. Ich hoffe, das klärt sich bald. Das sind keine Menschen. Vielleicht lassen Sie uns laufen. Sie sollten besser keine Dummheiten machen. Verschwendet eure Zeit nicht. Das kommt alles in Ordnung. Sie werden uns nicht halten. Hör auf zu reden und pass auf. Hoffe, das klärt sich bald.
Das sind keine Menschen, nur Vieh. Laufen. Wie lange müssen wir noch auf sie aufpassen? Pass nur auf sie auf und laber nicht. Das kommt alles in Ordnung. Die sollten besser keine Dummheiten machen. Verschwindet das, verdammt! Vielleicht lassen sie uns laufen. Das wir leben, bis wir sie nicht mehr brauchen. Oh, schnell weg, 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 weg. Nein, Geisler sind wir umgebracht worden. Shit. Also, nochmal. Dass das Bolster findet, killen es die Leute, hä? Also kommen wir von der anderen Seite diesmal. So, gehen wir da her. Wie Büsch. Vergebung zuteil. Ich würde sie lieber auf der Stelle töten. Also jetzt haben wir dich da. Ich hoffe, wir müssen diese Loser hier nicht mehr lange sehen. Knapp gsi. Vorsichtig. Wie bin ich nur hier gelandet? Dieser Tag ist echt das letzte. So sieht es also aus, wenn alle Hoffnung verloren ist. Zwei. Fluchtversuchen setze ich gleich ein Ende. Nur hier gelandet. Also, eine nach dem anderen, schön ruhig. Wenn einer zuckt, kriegt er eine Kugel. Wir sollten bei der Ernte mithelfen.
So. Da müsste da hinten noch irgendwo einer sein, oder? Tag ist echt das Letzte. Sie machen es sich doch nur unnötig schwer. Darauf läuft es also hinaus. Lasst sie leben, bis wir sie nicht mehr brauchen. Warte, laufst du jetzt? Sie haben Glück. Sie lassen die Leute einfach verschwinden. Wir sollten bei der Ernte mithelfen. Die Sekte lässt niemanden mehr gehen. Schon gut, sie lassen mich nicht dabei. Ich frag mich, ob sie wissen, was sie erwartet. Hey, hilf mir mal hier drüben. Da draußen etwa einer rum? Du bist gut bei mir. Wenn ich mir die Schuld ausrenke, komm ich sicher hier raus. Womit habe ich das verdient? Lass sie leben, bis wir sie nicht mehr brauchen. Oh, da ist eine Leiche. Darauf läuft es also hinaus. Zeit, einen Killer zu fangen. Die Leute einfach verschwinden. Meinst du, man wirft hier einfach raus? Ansonsten muss man Strenge zeigen. Schon gut, sie lassen mich sicher bald frei. Hilfe ist unterwegs. Stimmt. Na, hast du andere Tine noch? Ich glaube nicht, dass dieser Haufen uns Ärger machen wird. Wie bin ich nur hier gelandet? Sie haben Glück. Schon gut, sie lassen mich sicher bald frei. Wenn das Ernten vorbei ist, lassen wir sie vielleicht frei. Bitte tu doch was! Ich steck mir echt in der Scheiße! Die Sekte lässt niemanden mehr gehen. Du kannst uns doch nicht einfach hier lassen! Dieser Tag ist echt das Letzte! Mein Leben lief von meinen Augen. Also. Danke für die Rettung. Dafür werden die Peggy's bezahlen. Ich bin hier gelandet. So. Hilf mir bitte. Die tun den Leuten echt abartige Sachen an. Da haben wir da noch was heftig. Da haben wir noch einen Sack. Also Leute, sind ihr bereit? Den einen haben wir leider nicht mehr retten können, sehr blöd. Zwei von drei, immerhin. Krass. Nein, noch. Kommst.
Krass. Komm schnell. So schnell. Komm. Leck, bist du langsam. Kein Wunder, sind die tot. Eine. Wenn wir aber zum Fluss kommen. Ich werde nicht nur eine Zahl in der Mordfallstatistik. Ich überlebe diesen Wahnsinn. Ach komm. Dass der Mutz wieder vorbeikommt da, hey. Wow. Und was hast du sonst noch? Wer kennt, weiß, die macht keine halben Sachen. Die Ausrüstung in ihrem Bunker wird erstklassig sein. Das heißt, falls sie den Brand überlebt hat. Jede einzelne unserer Taten zählt. Gott bemüht sich lieber, dass ich nicht sterbe. Weg da draußen! Gut, jetzt haben wir wenigstens wieder ein anständiges Visier. He? Gut, wir sind hier oben, wir haben das eigentlich geschafft und sind schon wieder 35 Minuten durch. Also gut, jetzt gehen wir dort auf dem Führerscheinweg, nehmen wir das Prepper-Versteck noch mit, dann haben wir da hinten eigentlich alles gemacht. Konvoi machen wir später, dann ziehen wir es da rüber, gehen runter, oder nein, das Flugzeug müssen wir nicht mehr haben, und dann kümmern wir uns um das hier rein. Und das da oben stört mich auch, das würde ich mal am liebsten kaputt machen. Vielleicht dann mit dem Helikopter später, aber hey, danke fürs Einschalten. Bei Kuman Let's Plays und Far Cry 5. Überall weggeschossen. Ciao.